So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities in Motion. Wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben, dass wir uns überlegt haben, wie wir den Bau der U-Bahn angehen. Und das werden wir diesmal einfach starten. Mal gucken, wo uns das hinbringt. Also, wir fangen hier oben an der Universität. Und wir bauen eine unterirdische U-Bahn. Cities in Motion gibt uns ja auch die Möglichkeit, oberirdisch zu bauen. Das wollen wir nicht. So, dann nehmen wir das hier. Dann kriegen wir nämlich auch noch. Was ist das denn hier? Kann man so gar nicht sehen. Dann kriegen wir auch noch das Theater mit rein. Das ist ja erstmal sehr prima. Und dann wollten wir die erste Station schon hier unten in der Nähe des Bahnhofs realisieren. Mal gucken, wie das geht. Kriegen wir die hier irgendwo hin? Wir kriegen sie direkt neben dem Bahnhof. Dann machen wir das auch mal. So, bauen gleich ein paar Schienen und gucken uns das Ganze mal an. Ebenerdig brauche ich gar nicht. Untergrund-U-Bahn-Gleis, genau. So, wo muss ich denn hier hin? Ja, damit sind wir schon soweit. Setzen eine neue Linie da drauf. Und zwar von hier nach hier und wieder zurück. So, und dann können wir uns, oh ja, wir können uns genau ein Fahrzeug aussuchen. Das Ding heißt Brotzeitschachtel. Naja, 40 Kapazität ist natürlich gegenüber Straßenbahnen und Bussen eine ganze Menge. Störungswahrscheinlichkeit, Attraktivität ist relativ hoch. Da wir aber eh nur die eine auswählen können, machen wir das. Und eröffnen die Linie und gucken uns das Ganze mal ein bisschen an. Wir nehmen uns mal hier die Brotzeitschachtel, gehen in den Untergrund, damit wir die auch sehen, und starten mal. Okay, und während die hier ein bisschen fährt, gucken wir uns mal hier die Sachen an. Bin zu teuer bei der U-Bahn, so wie es aussieht, meine Güte. Und hier unten, die Leute sind noch alle zufrieden, aber schon am unteren Limit. Okay. Gut, dann wollen wir hoffen, dass die sich hier irgendwie so ein bisschen eingruft. Ja, wir sind jetzt im Februar 24. Ich lasse es einfach mal laufen, während ich weiterbaue. Können wir schon ein bisschen, vielleicht ein paar Daten kriegen. So, und dann wollte ich die zweite Station hier am Kaufhaus machen und hoffen, dass ich unter dem Fluss durchkomme. Das werden wir dann auch gleich rauskriegen. So. Wieso kann ich denn hier nicht? Ah ja. Dann so. Da habe ich auch die Buslinie rundherum, das gefällt mir schon ganz gut. So, und dann will ich da bauen. Toi, toi, toi. Tja, und wie erwartet, komme ich nicht unter dem Fluss durch, so wie es aussieht. Ach, das ist ja blöde. Wir sind doch schon zwei tief. Tja, wie kriege ich das denn jetzt wohl hin? Na, da bin ich ja mal gespannt. Also das geht auch nicht. Ach, so rum geht's? Wie so rum geht's? Moment mal. Ist denn hier der... Ist denn diese Station nur eine tief oder was? Egal. Dann bagger ich die mal weg. Krieg ja Geld wieder. Nicht so viel, aber immerhin. So, und dann versuche ich mein Glück nochmal. Also, ich möchte da eine U-Bahn-Station hinsetzen. Zwei tief. Das ist doch hier aktiviert. So, dahin. Und gerne ein Gleis bauen.
Nicht schön, aber einzigartig. Gehen wir mal ein bisschen rein. Passt. Ja. Keine Ahnung. So, und die Frage ist, jetzt habe ich noch 7000, ob ich noch gleich hier weiterbaue bis da unten hin. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Dann baue ich hier auch noch eine Station. Möglichst so, dass ich die gerade so reinbekomme. Müssen das hier unten die Polizeistation, glaube ich. Also wäre da mitten in der Walachei was möglich. Das passt nicht mehr. Da an der Straße. Dann kriege ich hier fast den ganzen Bezirk. Das mache ich. Da kommt also die dritte hin. So. Meine Güte, jetzt weiß ich auch, warum der Herr Obensdorf meinte, ich sollte Geld sparen. Dann hoffe ich intensiv, dass sich das Ganze rechnet. 9.500 für die Gleisarbeit. Okay, das schaffe ich nicht. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich hoffe, die Bahn da oben ist produktiv und ich kriege ein bisschen Geld, oder ich nehme den Kredit dafür auf. Das hat er mir ja auch vorgeschlagen. Bevor ich das mache, gucke ich erstmal, ob die nicht produktiv ist. Ich gucke mir nochmal die Linien an. Das ist ja hier die U-Bahn-Linie, die werde ich verlängern. Die soll weiterfahren. Haltestelle hinzufügen. Mal gucken, ob das geht. Ne, wahrscheinlich muss ich erst hier die beiden löschen. Und dann baue ich die noch einmal neu. Also. Von hier. Von hier. Blödsinn. Ach, ich bin verwirrt, ich gebe es ja zu. Wir fangen da oben an. Wir wollten ja die drei verstehen. Also, so. So. Dann hier runter. Und wieder zurück. Meinetwegen auch auf dem anderen Gleis. Dieses Mal, weil das hier die Mittelstation ist. Und wieder hier hin. So. Fahrzeug da drauf, Linie eröffnen und hoffen, dass ich damit einigermaßen Gewinn mache. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist ja eine sinnlose Sache hier, das kleine Fenster für die U-Bahn. Dann machen wir das mal lieber so. Und hoffen, dass irgendwann mal irgendjemand dazusteigt. Gucken wir uns mal hier an, was hier passiert. Das ist ja die Haltestelle vom Bahnhof. Okay, da kommen jetzt langsam Leute. Gut, jetzt fährt die da hoch. Da sind auch ein paar. Okay, also das scheint ja zumindest mal angenommen zu werden. Oh ja, 14, 15, 16, sehr gut. Mal hier auf die ersten Sachen gucken. Das sieht ja natürlich noch nicht so schön aus. Dann lassen wir mal den Monat fertig laufen und gucken mal, was wir hier für Daten bekommen. 18, 19, steigen die alle ein? Ja, sehr cool. Okay. Oh. Oh, wow. Okay, das scheint ja nur so zu sein, dass sich die U-Bahn sofort rechnet, wenn ich das hier richtig sehe. Angenommen wird sie auch. Gucken wir nochmal die Budgetschätzung. Firmenpolitik. Boah, ich muss die Preise schon wieder korrigieren. Das ist natürlich unschön. Ich könnte auch bis zum Anschlag gehen. Und hier muss ich die Gehälter erhöhen. Na super. Perfekt. Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben. Budgetschätzung. Nicht schön. Nicht schön. So, jetzt sind wir gleich beim Mai zu Ende. Wollen wir mal gucken, was der nächste Monat bringt. Ah ja, okay, ich verdiene Geld. Also ich bekomme Geld. Das hier ist natürlich schon mal wirklich in Ordnung.
Okay, dann machen wir Folgendes. Also wenn das hier wirklich einigermaßen produktiv ist, dann gucke ich mal, hier gibt es ja auch nochmal Kohle und vor allem mehr Reputation, dann kann ich die Preise wieder erhöhen. Dann werde ich mich auch gleich mal hier reinwagen und einen Kredit aufnehmen. 9.000 brauche ich, 10.000, das heißt, ich brauche 6.500, 7.000 Kredit mindestens. Ja, vielleicht ist 10.000 eine gute Höhe. Also, was haben wir denn hier? Das mit den niedrigsten Zinsen. Und da muss ich aber monatlich am meisten zurückzahlen, wie immer. Na klar. Dann nehme ich das mit dem monatlich geringsten Tilgungsrate, zwar den höchsten Zins, aber ich will ja erstmal Geld verdienen. Nehme ich 10.000 auf. Ich nehme mal 10.000 auf. Mal gucken, ob das klappt. So. Dann wollte ich hier die Strecken verbinden. So, und dann ist die Frage, ob man da eine zweite Bahn hinsetzt oder ob man die durchfahren lässt. Ich glaube, ich lasse die erstmal durchfahren. Ich glaube, ich lasse die erstmal durchfahren. Mal gucken, was dann passiert. So, also, dann ist die neue Endhaltestelle hier unten. So. Dann hier zurück. Dann da zurück. Weil die ist ja relativ schnell. Zumindest sehe ich das im Moment so. Und dann gucken wir mal, was jetzt so passiert. So. Also, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Das ist wunderbar. Sicherlich wird Berlin jetzt viele neue Einwohner und Besucher anziehen. Und das haben wir alles diesem hervorragenden U-Bahn-System zu verdanken. Vielen Dank für die gute Arbeit, die Sie geleistet haben. Ja, gut, okay. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Pause hier. Das Ende der Linie. Die U-Bahn macht sich extrem gut, wie ich sehe. Jetzt müssen wir noch ein paar Linien hinzufügen, um die Passagiere zu den Endstationen der U-Bahn-Linie zu transportieren. Könnten Sie bitte an jedem Ende eine Bus- oder Straßenbahnlinie hinzufügen? Das kann ich. Da gibt's 3.500 Geld. Okay, das mache ich. Jetzt frage ich mich gerade, ich habe ja letzte Folge so geschimpft, auf diese blödsinnige Sache, dass ich hier oben, also, das weiß ich schon mal gar nicht mehr wo, die Pfadfinder anbinden musste. Jetzt würde es natürlich extrem Sinn machen, wenn ich hier eine kleine Buslinie schon hätte. Das heißt, die Aufgabe war vielleicht gar nicht so unsinnig, sondern ich mache hier einfach einen Zubringer, so wie ich ihn in der Mitte hier auch habe. Ja, das probiere ich einfach und dann habe ich natürlich auch noch ein gutes Gewissen, weil ich hier das Pfadfinderzentrum dann trotzdem wieder angebunden habe. Dann machen wir das. Also gibt es da noch eine Buslinie. Und zwar zu früh gelöscht und zu früh geschimpft, glaube ich. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie fährt die denn? Die soll ja möglichst viele Leute zu der U-Bahn bringen. Mache ich da noch eine Linie hin, damit ich die wirklich alle abgreife. Aber das hier sind ja, ich meine, das ist ein Kaufhaus. Da könnte ich schon noch eine hinstellen. Also so. Dann so. Oder muss ich hier unten vorbeifahren? Das könnte ich natürlich auch. Ich könnte ja so fahren. Fährt den Schlenker. Und wieder hoch zurück. Also so. Okay. Dann machen wir da eine neue Buslinie. Und zwar von da oben hier hin. Dahin, ganz hier runter. So, ein Fahrzeug da drauf. Und ab geht die Post. So, und dann gucken wir uns mal an, was da passiert. Wir lassen es einfach mal weiterlaufen, wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen. Wieso denn das? Ach, zählt der hier auch schon oder was? Da muss ich hier unten gar nicht anbinden. Ach, also manchmal bin ich erstaunt, wie schnell sich die Aufgaben erfüllen.
Oder ist das nur auf Stufe leicht? Tja, kein Schimmer. Großartig, jetzt werden die Passagiere nur so in die U-Bahn strömen. Unsere Netzabdeckung ist extensiv und lückenlos. Diese neuen Gebiete sind eine hervorragende Ergänzung unseres Nahverkehrsnetzwerkes. Ja, ist ja gut, wenn du zufrieden bist. So, dann wollen wir uns das hier nochmal angucken. Alles erfüllt, bis auf das hier. Okay, 10 Passagiere, das heißt, das läuft auch, zumindest zum Teil. Was sagt das Budget oder die Schätzung? Wiss? Ach so, da habe ich aber Kredit aufgenommen. Das kann ja bloß sein, dass ich den Kredit hier aufgenommen habe. Gut, das heißt, ich mache 3000 Miese, aber ich habe ja auch gebaut wie ein Wahnsinniger. So, dann gucken wir uns nochmal hier so ein paar Sachen an. Also 45 heißt natürlich eigentlich, das ist schon zu viel Kapazität. Das hier passt. Das auch schon ein. Ach du Hilfe, was ist denn hier los? 46. So, und hier unten. Hier unten ist fast gar nichts los. Das hier ist ja hier die U-Bahn, glaube ich. Ja. Also, die fährt jetzt hier hoch und ist dann aber voll. Aber hier, das finde ich natürlich schon mal relativ überschaubar. Hier, die Linie ist überall überlastet. Da brauche ich ein. Ach so, ich wollte die ja auch benennen, dass ich die auseinanderhalten kann. Das hier ist Pfadfinder. Mann, dicke Finger. So, aber eigentlich wollte ich dann auf die Kirchenlinie jetzt hier noch ein zweites Fahrzeug draufsetzen, weil das sind ja fast alle Haltestellen voll. Dann machen wir das mal. So. Mal gucken, was hier passiert. Der muss ja zumindest hier oben die 10 dann aufnehmen, weil das hier ist ja mal Linie 8. Die haben ganz schön fiese Laune. Ich meine, 48, die kriege ich dann niemals weg. Wow. Wow, wow, wow. Ja, lass uns mal ein bisschen schneller laufen, bis der Juli rum ist. Mal gucken, was da passiert. Hier oben, der muss jetzt ja hoffentlich alle 10 einladen. Macht er auch, sehr gut. Hier steigen alle aus. Das heißt, die wollen wirklich alle zur U-Bahn. Na, fast alle. Okay. Und hier ist wirklich auch viel los in der U-Bahn. Da ist die Frage, ob man nicht zwei Linien macht. Eine nach oben, die dann schneller fährt, und eine nach unten. Tja. Vielleicht brauche ich zwei U-Bahn-Linien. Oder ich brauche eine höhere Kapazität. Das ist auch schon 40. Also der Knoten hier in der Mitte, der platzt uns ja komplett. So, wollen wir mal Juli. Schaltet der Monat gleich wieder um. Okay, dann machen wir es mal ein bisschen langsamer. Gucken uns das Budget an. Das sieht nicht so schön aus. Das sieht nicht so schön aus. Hier kann ich aber eventuell die Preise wieder erhöhen. Das sieht schon besser aus. Okay, wenigstens etwas. Dafür muss ich hier unten aber auch nachlegen. Eieiei. So, tja, und das hier ist ein Problem. Also die Busse da auf Linie 8, die fahren voll und die sind schon wieder. Hier warten wieder genug. Da setze ich noch einen drauf. Oh, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen. Ja, und das hier ist natürlich 64 in beide. Wollen wir uns mal die anderen Stationen angucken, ob die auch so voll sind. Das ist genauso. Boah. Ja, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt hier zwei Linien? Das sind auch 39. Boah. Oder setze ich da einfach einen zweiten Zug drauf? Ich versuche es erstmal mit einem zweiten Zug. Dann kann ich ja 40 weitere abfrühstücken. Und guck mir das hier unten mal an, was da passiert. Und lass es mal einen Monat weiterlaufen, weil im Moment gibt es ja eh keine neuen Aufgaben. Gucken, ob die Optimierungen was bringen.
83. Ja, ich werde ja total weich. So, jetzt kommt der da mit 40. Da steigen fast keine aus. Wenn ich das richtig sehe. Ach doch, ein bisschen wenigstens. Ja, aber macht ja kaum Sinn. Also ich werde hier wahrscheinlich zwei Linien machen müssen. Okay, das mit den Bussen gibt es jetzt einigermaßen. Das passt einigermaßen. Und da zwei. Wollen wir noch einmal in die Budgetschätzung gucken? Okay, jetzt mache ich auch wieder Gewinn. Das heißt, ich komme auch gegen den Kredit an, so wie es aussieht. Aber das hier macht keinen Sinn. So, jetzt gucken wir nochmal da hoch. Da ist auch voll, und zwar in beide Richtungen. Da ist auch voll. So, und ganz da unten. Da geht's einigermaßen. Boah. Nee, ich probiere das einfach. Mal gucken. Ich werde da zwei Linien draus machen. Also. Langer Rede, kurzer Sinn. Die Linie löschen wir mal. Und setzen eine neue hin. Fangen wir nach hier unten an. Der soll hier losfahren. Dann kriegt er die linke Linie. Und soll da runterfahren. Und wieder zurück. So. Und ein Fahrzeug da drauf. Los geht's. Und eine neue Linie. Die fährt dann hier los. Und fährt da hoch. Und hier hin. Und zurück. Und dahin. Nee. Verklickt. Dahin. So, und da auch ein Fahrzeug drauf. Und los geht's. Dann müssen die Leute, die durchfahren wollen, glaube ich, auch noch zweimal zahlen. Und dann gucken wir uns mal den September an. Mal gucken, was hier passiert. So, und dann scheint es eine neue Aufgabe zu geben. Ach nee, ich habe die Belohnung, die Schäfchen des Herrn, gekriegt, ne? Vielen Dank und Gott segne Sie. Sicherlich werden die Leute nun zu den Kirchenbänken finden. Sicherlich werden die Leute nun zu den Kirchenbänken finden. Es wird einem warm ums Herz, wenn sich die Schäfchenherde vergrößert. Na, siehst du. Gut, das heißt, wir sind im Moment mit allen durch, glaube ich. Warten auf neue Aufgaben. Und gucken uns an, was die Budgetschätzung sagt. Okay, ich habe ein bisschen gebaut. Aber, nö, eigentlich, weiß ich noch nicht, ob sich das rechnet. Wollen wir mal sehen. Okay, hier unten gibt's wieder was Neues. Das heißt, ich werde hier mal auf ein bisschen langsamer stellen. Hotel Hotline. Seit die U-Bahn so viele Besucher in die Stadt bringt, haben die Hotels in der Stadt Hochkonjunktur und mehr Kunden als übrig, als üblich. Wir sollten aus ihrem Erfolg Kapital schlagen und eine direkte Linie zu jedem Hotel bauen. So können wir einen Teil der Gewinne sichern. Letztendlich haben sie nur wegen uns so viel Erfolg. Was kriegen wir? 2,8 und nochmal 10 ansehen. Okay, eine Strecke von Hotel und zum Hotel. Eine Linie. Das heißt, es sind doch zwei Zubringer, so wie ich das verstanden habe. Ja, Moment mal, das Hotel ist doch schon angebunden. Durch die Linie 8. Okay. Und das hier ist natürlich eine ganze Ecke weg. Wenn ich das jetzt auch noch hier in die Mitte mache, dann platzt mir diese Station aus allen Nähten. Allerdings, ja, ich könnte das schon machen.
Ach, wir probieren das einfach mal. Auch da wieder mit dem Bus. Oder? Ja, ich mach das einfach mal. Also, wir bauen hier eine Bushaltestelle hin. So, ein bisschen offensiv. So, wie denn? Lieber in die Richtung. Ne, vom Hotel sollen die aussteigen. So. Und zwar direkt bis hier oben hin. Der kann ja die Linie mit benutzen. Sollen sie die Haltestelle mit benutzen? Warum auch nicht? Okay, dann machen wir einfach eine neue Buslinie. Die heißt dann Hotel. Und die soll gehen von hier nach da und zurück. Eine Expresslinie zur U-Bahn. Na, ob sich das rechnet. So. Egal. Fahrzeug drauf. Und Volldampf. Dann mal gucken, was da passiert. Dann wird uns wahrscheinlich die Haltestelle komplett aus allen Nähten platzen. So, jetzt haben sie schon gesagt, das ist in Ordnung. Einen habe ich geschenkt bekommen. 25 Passagiere zu den Hotels. Jo, lassen wir es mal wieder eine Runde schneller laufen. Gucken mal, was so passiert. Da die U-Bahn hat schon wieder nach oben eine ganze Menge. 45 ist eine ganze Menge. Zweiter November, kurz ans Budget gucken. Okay, ich mache wieder Gewinn. Also komme ich hier einigermaßen klar. Das sieht auch alles gut aus, denke ich. Oh, wir können die Preise noch ein bisschen erhöhen. Können wir? Ja, können wir. Das ist gut. Dann justieren wir danach. Oh, die U-Bahn ist beliebt. Schön. So, hier unten müssen wir was tun. So. Jetzt gibt es hier unten wieder was zu lesen. Also mache ich auf Pause. Nochmal Hans, Entschuldigung, aber ich muss Sie erneut um Ihre Hilfe bitten. Wir veranstalten in der Innenstadt ein internationales Pfadfinderlager. Vielleicht könnten Sie es einfach erreichbar machen, damit unsere ausländischen Gäste sich nicht in der schönen Stadt verlaufen. Wir nehmen alles an. Nehmen Sie eine Linie nach Theater in Betrieb und transportieren Sie 15 Passagiere dorthin. Jede Menge Budget ansehen. So, aber wir haben doch Theater. Das haben wir doch schon lange angebunden. Nochmal. Nehmen Sie eine Linie nach Theater in Betrieb und transportieren Sie 15 Passagiere dorthin. Wir haben eine Linie. Also es steht ja nicht, welche Linie. Wenn wir dann eine Straßenbahn laufen. Einfach weiter. Volldampf. Tatsächlich null Passagiere befördert. Das geht also auch von selber. Okay, und die Hotel-Hotline hier. Transportiert noch überhaupt nichts. Mal gucken. Oder haben wir da keine Haltestelle? Zählt die da nicht mit? Doch, die kriegt das mit rein. Nee, nee, das passt schon. Tatsächlich, das geht hier von alleine los. Ja, dann harren wir der Dinge, die da kommen. Kredit aufgenommen, U-Bahn-Linie gebaut, jede Menge zu tun. Wenn ich sowas hier sehe, wird es mir schon ganz anders. All das hebe ich mir aber für die nächste Folge auf. Mal gucken, wie lange uns Berlin dann noch beschäftigt. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.